Wer zu spät kommt, den bestrafen die Märkte. Und die EZB wird derzeit ziemlich bestraft. Die Notenbanken insgesamt sind ja zu spät gekommen in Sachen Bekämpfung der Inflation. Aber die EZB ist ganz, ganz, ganz besonders spät. Es gibt nur einen, der noch ignoranter ist als die EZB. Das ist die Bank of Japan. Die kriegt derzeit die Quittung durch einen Yen-Crash. Jetzt gibt es erste große Player, die etwa darauf wetten, dass die Bank of Japan all das nicht durchhalten kann, wie damals die Bank of England, George Soros. Sie erinnern sich, Soros hat damals gegen die Bank of England gewonnen. Die Bank of Japan ist massiv unter Druck, aber auch die EZB ist so massiv unter Druck aufgrund der Zinsanhebungsabsichten der US-Notenbank Fed und der gestiegenen Renditen, vor allem für Staatsanleihen der Südländer, dass sie heute eine Notsitzung einberufen hat. Uiuiuiui, man macht sich ein bisschen Sorgen und hat jetzt sozusagen einen ziemlichen Großbrand im eigenen Haus und versucht, den irgendwie zu löschen und hat schon Ideen. Jedenfalls trifft sich das Governing Council, das sind also praktisch die wirklichen Entscheider innerhalb der EZB, diejenigen, die immer stimmberechtigt sind, die treffen sich heute, um über die Marktbedingungen zu sprechen. Und es geht um die Spreads, es geht um die Renditedifferenzen zwischen deutschen Staatsanleihen und Anleihen der Peripherieländer. Ja, der Glaube an die Zentralbanken, der hat ein bisschen gelitten durch die völlig falschen Einschätzungen und ignoranten Aussagen eben dieser Notenbanken. Die Fed hat im November umgesteuert, die EZB hat viel länger gebraucht dafür, endlich mal umzusteuern. Und das Resultat ist jetzt so, dass die Renditen eben für diese Staatsanleihen deutlich nach oben gehen. Zehnjährige italienische Anleihe über 4%. Portugal 3% etc. Auch deutsche Staatsanleihen steigen. Hier eine wunderbare Grafik von Hannes Zipfel und seinem Twitter-Kanal @HannesZipfel. Sehr, sehr empfehlenswert, mit das Beste, was Sie in Deutschland überhaupt bekommen können. Hier sieht man also, wie diese Anleiherenditen nach oben schießen. Warum? Weil auch die EZB ja klar gemacht hat, hat machen müssen, in Reaktion auf die Bilanzreduzierung der Fed, dass man diese Quantitative Easing Käufe einstellen wird, also keine Anleihen mehr kaufen wird, und das bringt natürlich dann die Renditen nach oben. Das erste Mal, dass die Märkte nicht mehr dann manipuliert werden durch die EZB. Und dann schauen wir uns mal an, was La Isabella Schnabelina gesagt hat, die deutsche in der EZB. Wir werden nicht tolerieren, dass die Finanzkonditionen sich verändern. Und das ist alles fundamental nicht gerechtfertigt und bedroht unsere monetäre Policy Transmission. Also faktisch, sagt Frau Schnabel damit hier, die Märkte, die sind unverschämt, das werden wir nicht tolerieren. Wir tolerieren keine freien Märkte, denn die Zinsen waren nur so niedrig, weil eben die Notenbanken diese Zinsen durch die Anleihekäufe so manipuliert hatten. Faktisch sagt also Frau Schnabel, dass die freie Wirtschaft, dass freie Märkte schlecht sind und sie preisen Dinge ein, die sind unbegründet. Diese Fragmentierung sei also unbegründet. Das ist eine ungeheuerliche Aussage. Hier sagt jemand im Grunde, dass die ganze Marktwirtschaft Bullshit ist. Wir brauchen Planwirtschaft. Und das ist scheinbar die einzige Chance, wie man hier die Eurozone zusammenhalten kann. Sie hat dann praktisch so eine Art Draghi-Schwur aus dem Jahr 2012 wiederholt. Wir werden alles dafür tun, bla bla. We do whatever it takes, so hat Mario Draghi gesagt. And believe me, it will be enough. Damals war die Notenbank aber noch glaubhafter. Jetzt hat sie ziemlich wenig Munition, denn was kann sie tun? Sie will offenkundig die auslaufenden Anleihen ihres PEP-Programms, das war ja schon so eine Art Stimulus, Superboost-Programm, das man in Reaktion auf Corona beschlossen hat. Da will sie die auslaufenden Anleihen praktisch wieder reinvestieren in den Kauf neuer Anleihen. Aber Jörg Krämer bringt das Problem auf den Punkt. Damit erhöht sie wieder letztendlich die Inflationsgefahren und groß angeleugte Käufe von Staatsanleihen erhöhen für sich genommen bereits wieder die Geldmenge. Das heißt, die EZB zielt mit einer Wasserpistole, mit Minizinsanhebungen, die sie angekündigt hat, auf einen Großbrand und schüttet auf der anderen Seite schon wieder Benzin in diesen Großbrand. Großartige Strategie, also man muss diese Institution lieben, es geht gar nicht anders. Also da sind Genies am Werk, die könnten eigentlich kaum genialer sein und die sagen uns faktisch, wir wollen Planwirtschaft, weil nur so kann die Eurozone überleben. Das zeigt ein bisschen den Zustand der Eurozone. Schauen wir uns hier mal kurz die Holdings an von Government Bonds. Fast jede
50% praktisch italienische Anleihen. Die Italiener emittieren ja mehr, weil sie auch mehr verschuldet sind. Wir sehen, dass also hier der Bestand massiv nach oben geschossen ist. Praktisch 100% der Neuemissionen landen schon bei der EZB. Und die ist unter Druck, weil die Fed eben jetzt eine richtige geldpolitische Wende macht. Wenn man sich mal amerikanische Medien anschaut, Aussagen, ja, die sollten gleich 100 Basispunkte jetzt die Zinsen anheben. Also man hat das Gefühl, die sind in so eine Art Masochismus reingelaufen. Gib's mir, haut richtig rein. Denn man sagt sich, die Fed muss ihre Glaubwürdigkeit wieder gewinnen, nachdem sie zu lange gepennt hat von der EZB. Die ist immer noch narkotisch unterwegs, brauchen wir gar nicht sprechen. Aber hier jetzt sozusagen, was eingepreist ist, heute 75 Basispunkte, Wahrscheinlichkeit überragend, dass es so kommt. Und dann zu 90% in den Fed Fund Futures im Juli nochmal 75 Basispunkte. Für den September gibt es immerhin 35% Chance, dass wir nochmal 75 Basispunkte sehen. Und im November eine 88% Chance, dass wir nochmal eine 50 Basispunkte Anhebung sehen. Und all das war noch ganz anders vor kurzem. Am 4. Mai hat Paul gesagt, wir haben nicht drüber gesprochen, haben nicht drüber nachgedacht, die Zinsen um 0,75 anzuheben. Und vor 9 Monaten hat man noch gesagt, we are not even thinking about raising interest rates. Also so schnell verändern sich die Dinge großartig, wie die Herrschaften hier umsteuern müssten. Ja, 100 Basispunkte, das wäre doch super. Da hat Bill Ackman zum Beispiel gesagt, ja, es wäre doch gut, wenn die jetzt 100 Basispunkte machen oder dann nochmal und im Juli nochmal 100 Basispunkte. Und dann sind wir schneller da, wo wir praktisch hin müssen. Und Jerome Powell ist jetzt durchaus nervös. Bei der letzten Fed-Sitzung, als Jerome Powell eben gesagt hat, nee, 0,75 haben wir nicht drüber nachgedacht, da sind die Märkte ja 3% gestiegen, haben sich gefreut, hurra, 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 aber dann eben 13% seitdem gefallen. Also sagt man sich jetzt, je härter die Fed vorgeht, umso besser. Und das alles hat die Fed ja signalisiert jetzt durch einen Wall Street-Artikel über den Journalisten Nick Timiraos, wo man praktisch gesagt hat, ja, wir werden 75 Basispunkte anheben. Kurz zuvor hatte eben dieser Journalist, nämlich Timiraos, gesagt, ja, wenn die Fed jetzt mehr machen würde als die bereits angekündigten 50 Basispunkte, das hat die Fed uns ja immer wieder erzählt, wir werden die nächsten beiden Sitzungen 50 Basispunkte anheben, dann würden die Märkte ja in Panik verfallen. Nein, sie würden jetzt in Panik verfallen, wenn die Fed nur 50 Basispunkte anheben würde. Das würde als zu schwach gelten. Also wir sehen, wie schnell sich die Dinge geändert haben. Jeffrey Gundlach, der Bond King, sagt doch, die sollten heute schon die Fed Funds Rate auf 3% anheben. Das wäre praktisch dann eine Anhebung von 2%, wenn ich das richtig sehe. Denn wenn wir heute 75 Basispunkte bekommen, dann sind wir bei 1,5 bis 1,75%. Und Charlie Bellello hat schon mal die Headline für heute nach der Fed-Sitzung. Die Fed wird die Zinsen um 75 Basispunkte eben anheben. Und die Dotplots, die Projektionen also der Fed-Mitglieder zeigen, dass man weiter stark die Zinsen anheben will. Die Fed hat zu lange weggeschaut bei der Inflation und muss jetzt sozusagen nachspannen, nachglotzen, könnte man sagen. Wie sind die Erwartungen? Die allermeisten 75 Basispunkte. Es gibt einige Banken, die erwarten nur 50, keine einzige Bank 100 Basispunkte. In den frühen 80er Jahren, 1980, hat Paul Volcker damals mal um 500 Basispunkte bei einer Sitzung die Zinsen angehoben und dann bei der nächsten bereits um 850 Basispunkte gesenkt und dann im Mai und Juni 81 nochmal Riesenschritte rauf und dann wieder runter. Also wir sehen, so krass ist es noch nicht. Aber eins ist klar, die Fed ist jetzt sozusagen so weit hinter der Kurve gewesen, dass sie jetzt versucht, mit einem Sprint vor die Kurve zu kommen oder in die Kurve zu kommen. Und das zu einer Zeit, wo zumindest die Anzeichen sich mehren. Ich hatte das gestern im Marktgeflüster schon ein bisschen gezeigt, dass die Inflation wirklich gepiekt haben könnte. Wir sehen zum Beispiel NFIB, da werden Small Businesses befragt, die am nächsten an der Konjunktur dran sind, die zuerst Leute entlassen haben. Dann kamen die Startups, die Leute jetzt entlassen. Später werden das die großen Firmen sein. Aber das sind diejenigen, die direkt am Boden der Wirtschaft sind, die sehr früh den Finger am Puls haben der Wirtschaft. Da sehen wir, dass Inflation als single most important problem, also als größtes Problem,
diese Zahl ist da schon wieder rückläufig. Das heißt, die spüren, dass die Inflation vielleicht on the long run nicht mehr das ganz große Problem sein wird, sondern die Rezession, denn die Dinge werden sich abkühlen. Insgesamt ist es aber so, dass die Leute, die es verbockt haben, ja nach wie vor am Ruder sind und sie werden es wieder verbocken. Hier ein Artikel auch, der bei Bloomberg das hervorragende zeigt. World Central Banks got it wrong and economies pay the price. Ja, es zahlen die Leute den Preis. Das ist ja das, was mich so aufregt, etwa bei der EZB. Die macht Klimastresstests bei Banken, beschäftigt damit Horden von Menschen mit irgendwelchen Dingen, die letztendlich dazu führen, dass die Energiepreise weiter steigen. Man ist überall unterwegs, nur nicht in Sachen Geldwertstabilität, verletzt damit eigentlich das Mandat, das man hat, kümmert sich um andere Baustellen, lässt daher die Inflation laufen, will nur die Eurozone irgendwie durchfinanzieren, aber es sind viele, viele Menschen, die eben darunter richtig leiden und das nervt mich, dass die so weit von der Realität entfernt sind. Das schafft Vertrauensverluste, auch Verluste in eine Demokratie, wenn man so will, wenn eine solche Institution, die ja nicht demokratisch gewählt ist, so agiert, das ist nicht gerade ein gutes Zeichen. Die Märkte jedenfalls rasten ein bisschen aus. Hier sehen wir mal die zweijährige US-Staatsanleihe. Booms! Das ist unglaublich, was da passiert ist. Und wir sehen auch, wie Shadow in Blockland zeigt, ja, wenn ihr glaubt, dass Equities risky sind, volatil sind, nämlich Aktienmärkte, dann schaut mal auf die Anleihenmärkte. Hier sehen wir den VIX, der ein bisschen angezogen hat zuletzt, aber der Move, das ist das Volatilitätsbarometer der Anleihenmärkte, das schießt geradezu durch die Decke fast bei 100. Wenn die Anleiherenditen steigen und die Mortgage Rates steigen, also praktisch die Zinssätze, die Hypothekenzinsen etc. und die sind gestern auf 6,28% gestiegen. Unglaublich schnelle Bewegungen. Dann sehen wir, dass natürlich hier richtige Probleme entstehen, denn die Hypothekenschulden in den USA liegen jetzt bei 18,34 Billionen, sind alleine in zwei Jahren, jetzt in den letzten zwei Jahren, nochmal, wie Hannes Siffel zeigt, um 2,24 Billionen Dollar gestiegen. Ja, und zuerst hat es die Stocks ein bisschen erwischt, dann die Kryptos hat es erwischt und jetzt ist wohl Real Estate dran, also der Immobiliensektor ist jetzt der gefährdetste. Kommen wir jetzt, meine Damen und Herren, to the markets. What happened over there? Und wir sehen beim Nasdaq etwa Triple Q positive Divergenzen im RSI, wie auch in der Stochastik. Wir sehen eine Wedge, die sich hier nach oben auflösen könnte, sieht also gar nicht so schlecht aus für einen bullischen Move innerhalb eines Bärenmarktes, könnte man sagen. Schauen wir uns mal hier zum Beispiel HYG, die Junk Bonds an und den SPY, also das S&P 500 ETF. Die Junk Bonds, gestern kein neues Tief gemacht. Dagegen der SPY, also S&P 500 schon, das heißt die Junk Bonds entwickeln sich bereits besser. Für mich ein guter Frühindikator, dass wir möglicherweise jetzt erstmal wieder steigende Kurse sehen in diesem bärischen Umfeld, in diesem bärischen Stimmungsumfeld vor allem. Und das wäre vielleicht der Weg des größten Schmerzes jetzt, wenn überraschend da mal was nach oben käme. Jedenfalls gibt es da einige Indikatoren, die dafür sprechen. Wir sehen auch, dass gestern, trotzdem die Märkte gefallen sind, auch der VIX gefallen ist. Dr. Stagflation oder How I Learned to Stop Worrying and Love Quantitative Tightening. Also man muss sich schon irgendwie arrangieren. Und hier sehen wir nochmal das beim VIX, bärische Harami-Kerze. Eigentlich an einem Tag, wo die Märkte ja tendenziell unter Druck waren, nicht gestiegen sind, sehen wir hier eine solche Umkehrkerze. Niedrige Vola heißt in der Regel höhere Aktienkurse. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Ankündigung einer Trendwende an den Aktienmärkten, die ich hier machen will, sondern einer kurzfristigen Wahrscheinlichkeit, die aus meiner Sicht gute Chancen hat, eben jetzt nach oben zu laufen, zumal wir natürlich wahnsinnig überverkauft sind. Nur 17% der Aktien im S&P 500 handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, so wenig wie seit April 2020 nicht mehr. Und ja, die Märkte haben realisiert, dass die Fed nicht so schnell wie das sozusagen ein Sicherheitsnetz unter den Hintern spannt. Wir sehen, dass der sogenannte Fed-Put, also da, wo die Fed richtig nervös wird, immer weiter runtergenommen wird, auf derzeit 3500 Punkte beim S&P 500. Manchmal ist alles ganz einfach, sagt Daniel Eckert, Zinsen tief, Kurse hoch, Zinsen hoch, Kurse tief.
Und so könnte man vielleicht das Ganze thematisieren. Hier sehen wir mal Nasdaq und die zweijährige US-Anleiherendite. Da sehen wir eben diese Gegenläufigkeit. Kurz noch to something else, nämlich China. Wir sehen heute natürlich wieder bessere Daten aus China. Gell, Einzelhandelsumsätze minus 6,5%. Wir sehen Industrieproduktion deutlich besser als erwartet. Also Xi Jinping versucht jetzt zu zeigen, dass sein Lockdown nicht unmittelbar zum totalen Absturz führt, aber die Kosten, das hatte gestern ein Artikel bei uns gezeigt, für den Lockdown und diese Testerei und all diese Ressourcen, die da gebunden wird, die sind immens in China. Wanderarbeiter etwa dürften dann wohl sagen, hey, ich kann mir diese Kosten, wenn ich mich alle 2 Tage testen lassen muss, und das kostet in China umgerechnet 6 Euro, klingt für uns wenig, ist aber für chinesische Wanderarbeiter praktisch nicht zu bezahlen, dann lasse ich das, dann gehe ich da nicht arbeiten. Das wiederum führt zu weiteren Konsequenzen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch 2 Hinweise auf Artikel. Euroabsturz, das große EZB-Desaster verstärkt durch die Fed. Richtig, das Desaster ist eh schon da mental und jetzt kommt noch die Fed und bringt dieses Desaster ziemlich deutlich zum Vorschein. Und dann DAX sehen wir trotz großem Zinsanstieg heute eine Erholung. Was wird die EZB auf diesem Sondertreffen uns mitteilen, dass man jetzt endlich beschlossen hat, die Märkte abzuschaffen? Das wäre natürlich ein Grund für eine Party. Also schauen wir mal, was kommt. Ich melde mich nochmal vor der FED-Sitzung um 20 Uhr mit einem Marktflüster. Da wollen wir uns dann nochmal die Dinge anschauen vor dieser entscheidenden Sitzung. Jetzt sage ich Servus und Ciao.